Wir wollen euch auch eine gute Show bieten und ja, wir sind schließlich Clipping LP und wir stehen zu unserem Wort. So ist es. So ist das mit GTA. Deswegen wieder der fließende Übergang zur PlayStation 4. Wenn wir jetzt, wenn die PlayStation 4 Spiele rauskommen, glaubt jetzt bitte nicht, dass wir jetzt anfangen mit Let's Plays wie Assassin's Creed Black Flag oder Battlefield 4 oder COD Ghost. Das sind halt Spiele, die des Todes oft gespielt werden und es gibt einfach bessere Let's Player, die da die Massen an sich reißen. Richtig. Nur die wahren Clapping LP Fans, die uns mögen und so. Also ich meine, ihr mögt uns ja alle. Das ist ja logisch. Also alle, die jetzt gerade zuschauen. Ja, ihr mögt uns alle. Wir sind schließlich total geil. Exakt. Und, ich frage mich immer, was Leute von uns denken würden, die jetzt zum ersten Mal Clapping LP schauen. Die denken, wir sind extrem hochnäsig, überzeugte, arrogante Schnöse. Nein, das ist alles nur Show. Aber dann kann ich euch empfehlen, schaut doch einfach mehr Let's Plays von uns. Korrekt, schaut mehr Let's Plays. Dass das nicht der Fall ist. Dass wir einfach nur geil sind und uns gegenseitig. Dass wir einfach nur geil. Dann werdet ihr merken, dass das nämlich stimmt, denn wir sind solche Schnöse. Okay, nee, sorry. Dann werdet ihr merken, dass wir eigentlich relativ unsicher sind manchmal und uns gegenseitig auch mal gerne verkappeln. Richtig. Oh, da hat er mit so einer Geschwindigkeit rausgeholt. Ja, ja, also ihr wisst, was wir sagen wollen. Wenn jetzt die Massen sagen, nein, halt, stopp, bitte, bitte brecht GTA 5 nicht ab. Genau. Dann solltet ihr das bitte in die Kommentare schreiben, so wie ihr in die Kommentare schreiben würdet, gegen wen wir hier fahren sollen, beziehungsweise ob ihr vielleicht Ideen habt, denn wir sind mit Boiling Point, sind wir ja auch schon fast am Ende. Und das oder, ist ganz ja kurz, auch, oder ob ihr natürlich in unserem Ski-Team mitfahren könnt. Ihr könnt ein T-Shirt gewinnen, das würde ich nicht außer Acht lassen. Aber wir meinen das ernst, wir geben euch das T-Shirt wirklich. Ja, darauf habt ihr jetzt mein Ehrenwort. Ja, und der Erik hat sein Ehrenwort. Wenn, ich, auch, wenn er sagt, dass er irgendwas rausschneidet, dann natürlich nicht. Dann gebe ich dir auch kein Ehrenwort dazu. Korrekt. Ja, und ach, jetzt kommt. Genauso könnt ihr dann auch natürlich in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht Ideen habt. So, damit ist dann das Let's Play vorbei, denn unser Spieler ist gerade gestorben. Ist tot! Ins Krankenhaus, stationäre Behandlung. Ich war noch eine Runde, ja? Ja, natürlich. Okay. Und, ja, ob ihr, oh Mann. So, ja. Ob ihr Ideen habt für neue Let's Plays. So, dann wollen wir uns fast am Ende, das hier ist ja auch nur temporär. Und, ja, wir wollen euch natürlich dann die guten Sachen bieten. Wir haben natürlich daheim noch ein bisschen was im Petto, dann ja auch über die PlayStation machen können und dann kann ich auch Spiele bringen, die nicht so populär sind. Genau, das wollte ich eben noch erwähnen. Wir werden vermutlich ja schon mal PS4 Let's Playen, aber dann, wie gesagt, keinen, oder hast du das schon gesagt? Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, keinen solchen extreme Kracher, ja, wie ist das, sondern eher solche sowas. Kleinen Nischenspiele, die aber durchaus ja auch sehr gut sein können, denn Mainstream Correct. Ist ja nicht immer perfekt. Ne? Nein, nur Mainstream, vor allem im Let's Player-Business, kann nur für die Großen existieren. Ja, richtig. Und wir haben uns bisher immer gut mit kleinen Spielen über Wasser gehalten, wie Spore und Blas X und etc. Spore war echt witzig. Ja, ja. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn es weitergeht. Ja, wir haben uns überlegt, also PlayStation 4, so auch PlayStation 3, weil die behalte ich natürlich für immer und ewig, können wir weiterhin Let's Playen und Nischenspiele, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, das werden wir natürlich nicht machen, Dark Souls. Wer das kennt. Wieso werden wir das natürlich nicht machen? Weil das asozial ewig dauert und ich bin jetzt gerade selber am Durchzug. Okay, nee, dann hast du vollkommen recht. Aber gut, wir können es natürlich irgendwann mal reinhauen. Oder mir hauen Dark Souls 2 rein, aber das werde ich jetzt erst durchzocken, weil da kann ich nicht warten, bis du immer da bist. Das kann ich mir vorstellen, ja, das ist ja logisch. Dark Souls, kleiner Tipp von mir. RPG. So, und ich glaube, wir müssen ganz, ganz kurz uns mal wegschalten, bis gleich. So, okay. Mit einer kleinen. Und ich bin schon wieder an derselben Stelle gestorben. Ja, okay, das ist die letzte, dann zeigen wir dir noch das. Die anderen Modi, ja, genau. Ja, genau. Bezüglich Let's Play-Ideen. Wir haben mal vor längerer Zeit ein MMO angefangen. Ah, stimmt, okay, wir haken jetzt Dark Souls ab, kleiner Tipp von mir. So, RPG, viel Spaß, sehr schwer, bla bla bla. MMO-RPG. Genau. Fangen wir weiter an, online. Ein MMO-RPG. Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Hm. Genau, und Weiß. Zwar Metin 2. Das haben wir vor, das sind mittlerweile bestimmt 6 oder 7 Jahre her,
haben wir mal wirklich so richtig effektiv mit mehreren Leuten, also effektiv ist was anderes, aber... Gesuchtet haben wir das Spiel. Gesuchtet. Ja, genau. Also man kann das ruhig sagen, ich glaube, wir haben das damals wirklich massiv gesuchtet. Korrekt. Und wir sind auch relativ weit gekommen. Ja. Und ja, das war jetzt halt unsere... Also, was heißt unsere Idee? Es war mal unsere Idee, denn wir haben tatsächlich schon mal angefangen, ein wenig Medien aufzunehmen. Weil das ist jetzt schon lange her und wir würden dann wahrscheinlich auch wieder noch einmal neu anfangen. Aber natürlich auch nur, wenn sich Leute dafür interessieren. Also wenn es hier jemanden gibt oder ein paar Leute gibt, die super gerne mal Medien sehen würden, vor allem super gerne mal... Oh Gott, ich mach noch eine Runde, ja? Ja, das nagt an dir. Ja. Die gerne mal Medien sehen wollten, dann schreibt das auch in die Kommentare. Weil wir hoffen natürlich, dass mit der Pilotenfolge hier... natürlich so viele Leute wie möglich das hier schauen und dann auch wirklich so viele Leute wie möglich in die Kommentare schreiben. Deswegen genau. Kommen die ganzen Informationen jetzt sofort in einer Folge raus. Denn Feedback ja, ist... Wir sind ja, nicht wir sind, doof. Wir sind schon in ja, Folge ich hab's 2. gesehen, ich hab's gesehen. Denn Feedback ist für uns natürlich verdammt wichtig. Auch was Qualität und so angeht, haben wir uns bisher immer am Feedback orientiert. Deshalb danke an die Leute, die regelmäßig, mir fällt gerade kein Name ein, aber es gibt auch Leute, die schreiben regelmäßig Kommentare. Korrekt, das ist ziemlich cool und ja, da bedanken wir uns auch nochmal sehr. Gut. Haben wir noch was? So viel dazu. Ja, wir haben noch was. Ich hätte noch was bezüglich Let's Plays. Ja. Wann hast du dir dein letztes PlayStation 3 Spiel gekauft? Das ist noch gar nicht so lange her. Wann haben wir uns das letzte PlayStation 2 Spiel gekauft? Das ist ein paar Monate her. Genau, und zwar spielen wir an auf Gran Turismo 4. Wir haben uns nämlich mal, also wir haben mal ganz früher schon mal Gran Turismo 3 gespielt und vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir wieder mal angefangen Gran Turismo 3 zu spielen und ja... Hat jemand eigentlich Interesse an einem Gran Turismo Let's Play? Mal so grob kurz in die Runde gefragt. Letzter Versuch, dann gebe ich auf. Gut. Okay, dann übernehmen wir wieder das Reden, dann kann ich. Ja, wie gesagt, das sind jetzt alles nur Vorschläge von uns. Auch ihr könnt uns natürlich Vorschläge schauen. Und wenn ihr jetzt denkt, ich würde gerne das Spiel sehen, aber das ist scheiße, dann ist das scheißegal. Wenn ihr uns mit Müll zulabern wollt, dann könnt ihr uns auch mit Müll zulabern. Schreibt du spielst jetzt also auf Let's Trash. Let's ja? Trash. Genau. Korrekt. Das würden wir auch gerne machen. Solange es euch gefällt, gefällt es uns und das ist ja auch der Sinn der Sache. Genau. Gut, soviel dazu zu Let's Plays und weiteren Informationen. Es geht bald in das Jahr 2014. Oh ja. 2014. Und wir als KleptingRP haben uns vorgenommen, mehr Let's Plays, mehr Zuschauer, mehr Abonnenten und mehr Spaß. Wo siehst du uns am Ende 2014? Auf RTL. Das hat jetzt übrigens niemand gesehen. Dass ich gerade schon wieder neu gestartet habe. Auf RTL. Auf RTL, so. Oder in diversen Internetseiten. Nein, ich sehe uns auf YouTube. Genau. Ich sehe uns auf YouTube 2014. Und ja, auf YouTube. Genau, auf YouTube. Auf YouTube. Auf YouTube. Auf YouTube. Hast du jetzt den Faden verloren bei deinem Video höchst oder so? Nein, ich bin gerade überlegen, wie ich perfekt überleite. Auf YouTube zu? YouTube eigentlich, um ehrlich zu sein. Apropos YouTube. Korrekt, apropos YouTube. Nee. ja, wir wollen natürlich mehr Abonnenten sammeln und noch ein bisschen erfolgreicher werden. Was heißt erfolgreicher? Wir wollen einfach nur, dass mehr Leute unsere Sachen angucken. Richtig. Damit wir uns selber ein bisschen mit Fame fühlen können. Wir wollen den Fame. Den holen wir solo. Den holen wir solo. Den Fame holen wir uns solo. Das heißt eigentlich im Rest der Republik nehmen, ne? Ganz krass, so. Wir setzen sau viel neben durch holen. Ist ja egal. So, den hole ich mir wieder. Saarland vor drin. Und ich weiß nicht, ich will den auch solo. Ja, hol den solo! Himmel! So, okay. Den bekomme ich. Ja, so viel dazu. Gut, jetzt, hast du noch was? Nein, ich glaube jetzt. Schauen wir mal weiter auf den Spickzettel. Da noch was steht. Was Wichtiges? Ja, nee, was Wichtiges nicht, das sind alle Sachen, die man ein bisschen... Okay, alles also Smalltalk. Korrekt. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf die Strecke und feuern an, dass du das Ding hier noch einmal reißen tust und nicht reißen tust und nicht wieder in den Eistod fällst. Ah, und dir sämtliche Knochen brichst. Hey, Gordel. Ja, hol den Solo! Ich glaube, ich habe ihn Solo. 3, 2, 1 des Todes. Das waren aber nur 0,2 Sekunden, aber immerhin. Das haben wir schon mal geschafft. Und damit können wir auch schon gerade aufhören. Genau. Ich erwähne nochmal unser Ski-Team, das habe ich in dieser Folge noch nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob sich zu diesem Zeitpunkt schon jemand gemeldet hat.
Wir würden uns freuen, so wie beim Minecraft Stammtisch und so weiter, wenn ihr dann da wärt. Maurice ist gerade in Ohnmacht gefallen, das ist ja nicht so dramatisch, er spielt halt alleine weiter. Und ja, ich zeige euch jetzt noch das Parallelrennen. Ah, Maurice ist nicht in Ohnmacht gefallen, er wollte mir nur andeuten, dass er natürlich mit dem Parallelrennen anfangen wird. Genau. Okay, dann wechseln wir gerade. Eine Sekunde bitte.